In dem heutigen Video zeige ich euch den Aufbau der US Navy F-14 Tomcat in Starfield. Dieser Build ist ein B-Klasse-Schiff und kann ganz ohne Mods gebaut werden. Des Weiteren zeige ich euch am Anfang die Orte, an denen ihr die Module kaufen könnt. Lasst ein kostenloses Abo da und schaut mal bei meinen anderen grandiosen Starfield-Videos rein. Legen wir los! Die meisten der benötigten Teile für die F-14 könnt ihr neu im eigenen Außenposten bei der Schiffsbilder Landeplattform bauen. Die Stroud-Module bekommt ihr bei der Stroud-Eklund-Raumstation im Nyron-System bei dem Planeten Deep Pala. Die Module von Tyro Astroneering findet ihr in Neon, das sich im System Wally auf dem gleichnamigen Planeten Wally Alpha befindet. Die speziellen Slaton Aerospace-Antriebe habe ich zum Beispiel mit Level 25 und den gelevelten Flugperks in Aquila City, das sich im Cheyenne-System befindet, freigeschaltet. So, meine lieben Freunde, fangen wir an mit der F-14 und wir beginnen natürlich hier mit der Unterseite. Und ich sage euch einfach nur die Teile, welche wir brauchen, anstatt jetzt sie einzeln aus den Menüs rauszuholen, denn so geht das Video viel schneller. Das erste, was wir brauchen, ist unter die Station die Landebucht 120 RD von Deimos. Dann unter den Bodenmodulen den Tayo All-in-One Anlegeplatz B unten 2L. Unter den Getrieben brauchen wir zweimal das Fahrwerk 320 CB von Deimos. Unter den Strukturen zweimal die Nova-Verkleidung Backbord vorne 2L. Unter den Dockern brauchen wir den Docker 100 DP Slim unten von Deimos. Und hier links auf der Seite noch ein Schildgenerator Defender 44T. Dort arbeiten wir nämlich gleich mit dem Klitsch, um den an das Schiff anzubringen. Unter den Treibstoffen brauchen wir den HE3 Tank Atlas H40. Unter den Reaktoren den Ionenstrahlreaktor H1010 von Xiang. Unter den Gravitationsantrieben den Kraftantrieb NG200 von Nova Galactic. Unter den Antrieben den Antrieb SAE 5660 von Slaton Aerospace. Und unter den Strukturen nochmal den Deimos Bauch hinten. Wie ihr sehen könnt, ist die Mitte ja schon verbunden. Den Rest können wir erst verbinden, wenn wir die zweite Ebene fertig haben. Und das machen wir jetzt auch sofort. Hier haben wir einmal den Deimos Bauch vorne unter den Strukturen. Weiteres hier zweimal in den Strukturen den Deimos Bremsantrieb hier vorne dran. Unter den Bodenmodulen brauchen wir jetzt 4, 5, 6 Stück. Wissenschaftslabor B unten von Tayo. Tayo Werkstatt mittig 2L. Dann Tayo Krankenstation A oben 2L. Tayo Waffenkammer B oben 2L. Und Tayo Computerkern A oben 2L. Und Tayo Wohnquartier B oben 2L. Sechsmal die Nova-Verkleidung Steuerbord vorne L. Tut euch sowas wie die Nova-Verkleidung und hier diesen Deimos-Bauch vorne einfach von hier unten kopieren, wenn ihr die erste Ebene schon gebaut habt. Dann brauchen wir diese Zwischenverkleidung noch von Nova-Verkleidung Backbord mittig. Die ist einfach in dem Menü, wo auch hier das Teil ist. Und dann brauchen wir in Station noch den Nova Kühlkörper von Nova Galactic, den auch zweimal. Dann ganz unten bei den Strukturen die Stroud-Kappe C hinten oben. Und dann zweimal noch die Antriebe von Slaton Aerospace. Und dann zweimal noch die Deimos-Dämpfer Backboard vorne. Und daher, dass das Schiff ja ein B-Klasse-Schiff sein soll, habe ich natürlich auch hier unten B-Klasse-Waffen befestigt. Hier haben wir zweimal die Kanone KE-49. Die macht halt mehr Hüllenschaden. Und hier haben wir dann im Gegenzug den Laser Dragon 251 UV, der macht mehr Schildschaden. Und hier haben wir den Raketenwerfer CE-39, auch zweimal. Was ich cool finde, der passt mehr an diese realistische Flugzeugaufhängung, die so hängen haben, die Raketenwerfer. Auch wegen diesem Gelb, das hat mir halt optisch gefallen. Deswegen habe ich mich dann auch für den entschieden. Aber letztendlich wie bei den Modulen, bei den Strukturen, bei den Tanks, bei den Reaktoren, bei den Waffen, ist es euer Safe Game, ihr könnt letztendlich ja alles austauschen, wie ihr wollt. Und das sollt ihr auch, ihr könnt ja zum Beispiel aus diesem Schiff auch ein C-Klasse-Schiff machen. Dafür müssten wir dann aber Mods benutzen, denn wir müssen das Schiff ein bisschen in Länge bauen, damit wir zum Beispiel hier an der Stelle einen C-Klasse-Reaktor hinmachen könnten. Und dass das optisch auch alles dann, ja, wie vorher halt aussieht, halt alles nur noch ein bisschen länger und breiter gezogen. Aber ich wollte dieses Schiff halt speziell ohne Mods machen, deswegen ist es diesmal ein B-Klasse-Schiff geworden. Und ja. Jetzt sind wir fertig, jetzt können wir die zweite Ebene und die erste Ebene zusammensetzen. Bevor wir das aber jetzt draufsetzen, solltet ihr trotzdem noch hier die Teile rechts und links nach unten setzen, eine Ebene. Wie ihr seht, habe ich das gerade schon gemacht, denn sonst klippt das nicht richtig hier rein. Alles auswählen und dann über diese Ebene, genau so sollte das sein, schön grün und perfekt. So, jetzt müssen wir ein bisschen von unten arbeiten, ich hasse das in diesem Game, weil ihr wisst ja, wegen dieser Steuerung ist das einfach fürchterlich gemacht. Also ich hoffe, da kommen irgendwann wirklich sinnvolle Updates raus, die das hier auf jeden Fall verbessern.
Und jetzt können wir die Antriebe hier ansetzen. Den Gravitationsantrieb. Die Getriebe bzw. Fahrwerke. Den Docker könnte der entweder hier oder hier. Ich setze ihn hier hinten dran. Und die Stroud-Verkleidung auch hier ran. Zack. Hier bei dem Schild haben wir jetzt das Problem, ich habe so eigentlich keine freie Stelle mehr, außer dass es irgendwie alles blöd aussieht. Ich möchte nämlich, dass man den nicht sieht. Also nehme ich den hier hin, kann ihn aber jetzt erstmal nicht platzieren. Hier nehmen wir wie bei der Normandy, bei meinem Video auch wieder so einen Glitch. Wir platzieren ihn hier quasi, tun ihn einmal wenden, wieder zurückwenden und jetzt tut ihr einfach nur abbrechen. Einfach nur abbrechen und voila. Der Schild ist jetzt platziert, steckt zwar hier ein bisschen im Fahrwerk drin, aber das Schöne ist, wenn wir jetzt mal nach oben gehen, sehen wir den halt nicht mehr und das war halt das Ziel. Und sowas müssen wir übrigens gleich hier hinten noch machen und hier vorne auch noch. Weiter geht's. Dann gehen wir mal zur dritten Ebene rüber und hier haben wir das Cockpit Magellan C2X von Nova Galactic. Einmal das Wohnmodul Tayo Kontrollzentrum A oben 2L. Das Tayo Captain Wohnquartier A oben 2L. Und jetzt haben wir unter den Strukturen noch die Stroud-Kappe C hinten oben und viermal die Stroud-Kappe A Backboard bzw. auch Steuerbord. Die dreht euch dann mal bitte zurecht bzw. wendet euch die mal zurecht. So, dann nehmen wir das ganze Stück jetzt und gehen mal hier rüber und das können wir jetzt perfekt hier drüber setzen, aber so, genau, dass es hier vorne ist. Wunderbar. Jetzt gehen wir hier rüber noch und holen die Nova-Verkleidung oben hinten und hier die Nova-Kleidung oben vorne. Holen die hier rüber, aber so klappt das erstmal nicht. Wir müssen jetzt wieder mit dem Glitch arbeiten. Wir platzieren mal das hintere Teil und bei dem vorderen Teil, genau wie bei dem Schild, einmal wenden, abbrechen und platziert. Jetzt holen wir noch die hinteren Flügel. Dort fangen wir mit dem hinteren Teil an. Ich zeige euch das jetzt auch nochmal. Das ist auch in den Strukturen der Deimos Kiel E hinten. Dann einmal der Deimos Kiel F hinten und einmal der Deimos Kiel A vorne. Nächste Teil setzen wir hier dran und das ist nochmal der Kiel F von Deimos und hier nochmal der Kiel A vorne. Ja, das sind also die zwei Teile und die zwei Teile. So, dann tun wir das Teil hier hin. Das klappt aber jetzt erstmal nicht. Was machen wir jetzt? Wir tun den hier weg, platzieren den jetzt hier, gehen hier rüber und wenden den jetzt wieder. Bis der passt, aber dann noch rot ist, zum Beispiel so. Und jetzt wieder abbrechen. Und hat funktioniert. Sauber. Und das gleiche machen wir jetzt mit der anderen Seite noch. Dann geht ihr mal auf Test. Geht auf die Waffenzuweisung W0. Machen wir die Kanone zum Beispiel oder eher den Laser. Unter 2 mache ich dann die Kanone. Und das letzte sind bei mir immer die Raketen. Und dann gehen wir nochmal auf Umbenennen und nennen den dann F14 Tomcat. Jawohl. Dann machen wir im Schnelldurchlauf noch die Farben fertig. So, meine Freunde, und fertig ist unsere wunderschöne F14. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und sagt mir, welches Schiff ich als nächstes für euch bauen soll. Bis zum nächsten Mal, guten Flug!